Mal rüberschalten, mal gucken, was bei dem Onkel Crew in der anderen Playlist abgeht hier. Die DDR-Geschichte, die keine ist, aber nicht so schlimm. Guten Tag, herzlich willkommen, liebe Leute. Hier drüben auf der anderen Seite, im wahrsten Sinne, auf der anderen Seite im Schwarz-Weiß-Gewand der Traumsequenz. Ich verstehe immer noch nicht, aber ich glaube, ich bin zu blöd dafür, rauszufinden, was hier, was das soll, was ich hier soll. Kann man hier was machen? DDR, ist das alles? DDR, Palast der Republik? Alles, was ich finde, macht keinen Sinn. Andauernd fallen Leute hier runter. Ich weiß es nicht, was das bedeutet. Globuli. Da ist noch was, was man nicht lesen darf. Keine Ahnung, muss das rückwärts lesen? Oder habe ich den Schuh? Was? Kann man hier was machen? Anscheinend nicht. Hier kann man auch wieder etwas nicht lesen. Dann gehen wir wieder ins Theater. Mal gucken, was jetzt passiert. Heute. Und ich glaube, so lang ist das Spiel auch gar nicht, weil irgendwie 5 Kapitel habe ich jetzt beim Laden gesehen. Im dritten sind wir. Ja, mit Spion kann man ja rausgucken. Nee. Heißt das Spion bei euch auch? Oh! Das ist doch hier so ein Ding von so einem Hammer. Nehmen wir es einfach mal mit. Vielleicht kann ich das nach den Leuten schmeißen. Oder muss ich das hier irgendwo reinstecken? Das erste, was ich gefunden habe, was man transportieren kann. Hammer habe ich ja drin aber nicht gesehen. Oder ich habe nicht aufgepasst. Open. Soll ich mit dem Ding schmeißen? Oder ist es eine Taschenlampe? Nee. Ey! Ey! Du! Du da! Elender! Komm, stell dich mit zu den anderen! Nee, man kann es nicht runterschmeißen. Elender! Ich kann nicht mehr stehen, Heinrich! Nee, Albrecht! Oh, ich habe wieder alles zugenagelt. Weiter geht's. Ich nehme es artig mit, in der Hoffnung, eine Antwort zu erhalten. Nein. Was soll denn das sein? Das ist doch so ein Ding, was ich aus dem... aus der Hammergeschichte rausgezogen habe, oder? Kann es auch nicht drehen? Nee. Soll ich es rausschmeißen? Keine Ahnung, wenn du einen Schwierigkeitsmodus hast gewählt, das musst du dich nach einer Schreibmaschine ausschalten. Der Sonne ganz nah. Tuff, tuff, tuff. Wir fahren in den... Schön haben sie es hier. Da kriegt man direkt, ich rede von Mann, einen Anflug von vielleicht doch mal wieder bei Zombies reingucken. Das ist ja fast schon 1,5 Jahre her, glaube ich. So lange gibt es das hier schon. Was haben wir denn dort? Sind wir jetzt in Görlitz? Wie ist das hier? Gotha an der Grenze oder was? Hupen. Und ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Der Blinker. Oh, oh. Einfach angehalten? Nö. Doch. So that's where you are, Walter. Was ist das hier? Erichstatscha. So, und komischerweise ist hier alles vermischt, so wie ich das sehe. Das ist alles... Oldschool Industrialisierung und das ist hier DDR. R. Walter. Oh. Und ganz schöne Frames-Verluste hier. Kann man da rein? Nein? Gut. Ah, die Schranke.
Oh, darf ich jetzt bitte, 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 bitte Trabi fahren? Bitte, bitte, bitte. Ach komm, liebes Spiel. Ich hab dich doch bezahlt. Stellen sie einem eine Pappe hin und dann darfst du nicht fahren. Was läuft denn hier? Nena? Oder Udo? Sonderzug nach Pankow? Von Pankow? Solche Dinger stehen bei uns immer noch rum, ja, solche Pflanzkübel. Kommt denn die Mucke her? Haben sie zugemauert. Nee, nee. Du sollst doch was eingeben, Mädchen. Drück. Oh. Okay. Tangente. Das merke ich mir doch nicht. Telefon. Nein. Sendermodell. Was steht da unten? Forschungs... X... Was? Ich... Keine Ahnung. Da steht VEB, schwarze Pumpe. Kommt denn die Mucke her? Das sieht ja aus wie Berlin und um Berlin herum. Da ist auch so sandig. Wald. Aha. Ah. Kann man hier ein bisschen noch rumtippen? Nee. Ich höre jemanden quatschen. Und Spiel abgestürzt. Nein. Ja. Commodore. Walter! Hat er den Vorgarten total verkommen lassen? Ja. Gibt nichts zu entdecken. Außer Frameverlust. Und das hier? Kraft durch Freude? Oder wie sehe ich das? Ne, KDF und KDW, ne, Wilhelm Gustloff, ne, wie hieß das in der DDR? Fritz Heckert oder so, irgend so ein Kommunist. Was haben wir hier? Ich habe ja auch mal geliebäugelt, Kommunist zu werden, aber die waren mir alle so akademisch. Und Humor wurde da ganz, ganz klein geschrieben. So, wen haben wir hier? Schuster, 1980 geboren, 99 gestorben. Okay, abgehakt. Wen haben wir hier? Fritz Heckert und Hagen, geborene Jungnickel, Zepf und Jungnickel. Aha. Aha. Geboren, 2017, gestorben unmöglich. Interessant, aber Hugo Solheim. Oh, der ist nur 2 geworden. Es hat einfach nicht gepasst. Hm. Hat einen anderen Versuch gestartet. Muss ich das lesen? Hier gibt's mir keins. Marelein brennt. Ja, ach, das ist hier die Frau von dem Typen am Mikrofon, ja. 13. August 61, haben sie da nicht die Mauer hochgezogen? Auf alle Fälle August 61, gestorben in Bums. Hier, Bildchen. Das war's, okay. Nehmen wir jetzt schon wieder auf. Viktor von Bülow? Ist das nicht... War das nicht Loriot? Ist der Viktor? Vico? Viktor? Keine Ahnung. Caro, richtig. Ich glaube, das ist Loriot.
Ja, ich weiß, wie das genannt wird. Ah, hieß der Victor? So, da wollen wir reingehen, Walter. Yeah, und Zeitschleife, wieder von Anfang. Hängende Boote. Ah, mein Gott, was ist denn das hier für eine Scheiße? Sieht denn das aus? Ach, der hängt an der eisernen Lunge. Ihnen einen schönen Tag noch. Er hat gesundheitliche Probleme. Was haben wir denn hier? Okay. Und hoffentlich lassen die mich nicht dumm sterben hier. Hey, Walter. Szene verlassen. Das hilft mir doch alles nicht weiter. Ich glaube, ich bin zu doof für sowas. Da hoch kann man nicht, darf man nicht. Jetzt finde ich den und darf nicht mal hier mit dem quatschen. Szene verlassen. Junge, du siehst aber nicht gut aus. Walter? Anämie? Oh my God, Walter. Look at you. What did they do to you? What is this? Walter! Noria, over here. What? Walter? What? But... Don't be scared. Come here. Was das jetzt die Matrix? Teil 4 kommt, ja. I don't understand. Ach, auf den Schreck muss ich mir erstmal. You wait, you what? Muss ich mir erstmal was unter die Lippe stecken, ja. Nam nam nam. Aber sonst noch was? Ich kann nur so langsam. Und hui, habe ich mir doch gedacht. Walter, wait, stop. For what price? She doubted my Ohio. Then came the 9th of November. I knew that after this day, things would change for the GDR. The only possibility to ever find out what the agreement with Atlas really meant. No, wait. Wait a second. I don't get this. So Nor. Then I became King Rosendahl. World welcomed by the people of Hakavik. Little did they know that I was responsible. Walter, stop! This can't be, Walter, please wake up. This is all wrong. Das ist ja wie das Ende von Interstellar, wo wir dann in dem Tesseract rum eiern. Years of fighting with fire. I will continue with science. Now. Walter, please. You didn't do any of this. I'm deeply rooted into their inner workings. At the cost of my physical form. Tesseract. Small Bücher. Dingsbums Code. Why can't we just leave? Why can't you just wake up and we'll go back home? It'll all be fine. Na, Walter, alles wieder please. Gut. Muss ich jetzt gegen Walter kämpfen? Grüß euch. Na? Ich sag unten in der Kantine Bescheid. Where are we anyways? What the hell? Where was I for the last 20 years, Walter? Ah, Mann. I know you have so many questions. But time. Du hast du viele Fragen. Don't leave me again. I never want to drag you into this. I'm so sorry. Don't leave me. Please stop. I'm so sorry. We'll see each other again. I promise. Und das war's? Das darf doch nicht wahr sein. Sowas kann ich leiden. Das Ende ist das Ende, ist das Ende, ist das Ende. So ein Quatsch.
Das war doch am Ende hier nur so ein Studentenprojekt. Jungnickel. Ich bin enttäuscht. Das hätten sie sich da alles sparen können. Man hat ja gar keine Beziehung entwickeln können zu den Charakteren. Leute. Ja, ihr hättet mal ein Mädchen mitarbeiten lassen sollen. Nicht nur ihr zwei. Lukas, David, Steve. Juckenburg. Ja, das zählt aber nicht. Nikita ist auch ein Junge. Ricardo Mendonza. Chozen, Luga. Christopher Adam. Man with the Gun. Aber Leute, ihr könnt doch die Leute für 16 Euro. Und habe ich es billiger gekriegt, eigentlich 19 Euro. Könnt doch die Leute hier nicht so. Also, ungeheuerlich. Da habt ihr so geile Waffen geschaffen und... Tja. Und nicht mal die Musik läuft bis zum Schluss. Oh Gott. Gut, haben wir es jetzt. Ich komme nicht mal raus. Darf ich bitte wieder irgendwas machen mit meinem eigenen Computer? Ich habe den doch auch bezahlt. Creators von Half-Life 2. Our family, friends and everyone who believed in us. Ihr wisst, wer ihr seid. Aha. Thanks to our wonderful community. Also Leute, bitte. Ist das etwa alles? 16 Mark. Das sind 32 Euro. Das sind 64 Mark Ost. Und nicht mal ein Trabi gefahren. Mit der Wende kam die rüber. Oh, hab ich das Maul zu früh aufgerissen? Nein. Ich bin zu doof für sowas. Ich habe nichts verstanden, was hier los sein soll. Symbolkraft schon gar nicht. Können wir noch irgendwas machen? Oder explodiert jetzt mein Computer? Ich glaube, der explodiert. Ja. Ja. Nix mehr. Ich kann nichts mehr. Ich darf nichts mehr. Computer ist abgemeldet, liebe Leute. Das war's mit dem Klo-Kanal. Vielleicht könnt ihr mir es ja erklären. Ich kapiere das nicht. Ich kann jetzt nicht mal ins Menü zurück. Ich hab's Spiel geknackt, durchgespielt. Nichts passiert hier, alles weg. Ich bin desillusioniert. Liebe Leute. Tschüss. Vielleicht bis morgen.